Hallo und moin moin. Das ist doch schon mal klasse. So, und jetzt kommt der Trick an der ganzen Sache. Ich habe den ja nicht ohne Grund hier hingestellt. Ich will nämlich von hier aus direkt darüber wandern. Und das machen wir damit. Ja, ich will Sunshine Tiding als eine Art Basis ausbauen, die es uns erlaubt, hierher zu kommen, ohne dass wir ständig befürchten müssen, dass hier Angriffe sind. Ah, da sind wir an der Grenze. Der Grund ist ganz einfach. Ich würde Ihnen auch sagen, aber dann würde ich spoilern. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, ist hier unten jetzt noch irgendwas? Dann nehme ich die nochmal raus und diesen würde ich auch noch mal rausnehmen. Wie sieht's denn aus? Ja, das passt. Ich brauche einen Betonklotz. So, dann nehmen die Treppe. Die drehe ich mal gleich so, dass ich sie nach unten bekomme. So, einen Betonklotz. Moment, noch so eine Treppe. So. Dann können wir abspringen. Jawohl, wir müssen noch kurz wieder rein. So. Das müsste klappen. Das ist genau an einer Stelle, wo wir das gut hinbekommen. Wo ist der Klotz? Ja, wunderbar. Noch ein Klotz drunter. Weil das Teil steht ja wieder eins. Sehr schön. Einlagern. Da oben kommen wieder Dings drauf. Mal gucken, wo sind wir jetzt? Ja, das passt. Ich muss nur einen Moment warten. Ja, ich speichere mal zwischendurch. So. Absturz! Oh, das braucht doch eine Treppe, seht ihr? Bin zu weit weg von hier, Moment. Ich baue da mal eine Platte dran. Da reicht eine einfache. Ups, die geht gar nicht da oben. Die? Geht die? Nö, die geht auch nicht. Haben wir ja nichts gewonnen, wenn wir da. Das wird aber ein enges Teil hier. Zum Aufspringen ist das sehr eng. So, jetzt ist gut. Könnte natürlich auch. Ja, wir müssen diesen Bereich abdecken. Das ist nämlich ein Einfalltor für Bösewichte. Und deswegen müssen hier unbedingt auf jeden Fall ausreichend Waffen hin. Das heißt, dieses Teil hier, ich weiß gar nicht, können wir da noch ein Dings draufstellen? Nee, drauf nicht mehr, ne? Ja, dann müsste ich das alles neu machen. Nee, nee, da habe ich keine Lust zu. Wir werden hier nur wieder dieses Spiel mit den Dingern machen. So. Hier müssen Waffen drauf. Da müssen Waffen hin, dass es da abgedeckt ist. Und hier auch. Und dann machen wir hier.
Da die kleinen Eck noch rein. So, dann haben wir ein bisschen mehr Standplatz. Und auch hier kommen erstmal Knettertons nur hin. Wird die jemals austauschen, weiß ich nicht. Aber wir stellen sie so, dass sie in alle Richtungen schießen. Das ist schon hart an der Grenze, wie es aussieht. So, und zur Sicherheit, falls das doch mal einer hier oben hinschafft, werden wir natürlich auch hier noch eine hinstellen. So. Jetzt suchen wir uns die Mitte. Moment, wir müssen Mitte haben zwischen den Dingern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 23 ist eine ungerade Zahl, die hat auf jeden Fall eine Mitte. Das heißt, 11 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und das könnten wir anbauen. Das heißt, wir würden von hier aus darüber gehen und darüber gehen. Ja, da steht das Haus ein bisschen im Weg. Aber hier würde das gar, wäre das gar nicht so schlecht. Da würden wir aber genau auf dem Weg rauskommen. Das passt nicht. Lass mal gucken. Hier würde es wegen dem Haus nicht passen. Was ist, wenn wir hier... Ja, das passt. Da müssen wir das versetzt bauen. Das ist dann eben so... Auch hier nehme ich natürlich jetzt wieder die fertigen Teile. Also eins hier und eins da. Genau. So, jetzt gehen wir da rüber. Das, wie viel habe ich jetzt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, sind wir schon außerhalb? Nee, eigentlich nicht. Warum geht das nicht? Das müsste eigentlich noch gehen. Da geht auch. Es kann sein, dass das Haus jetzt stört. Weil hier ist ja sonst nichts weiter. Kriegt er noch einen Betonklotz hin? Oder wenigstens solche Dinger hier? Auch nicht. Wir sind irgendwie außerhalb. Okay. Muss der auf jeden Fall raus. Der kommt ran. Dicke Platten kriegen wir aber auch nicht mehr dran, denn, ne? Nee. Okay. Ziehen wir den noch ein Stück zurück. So. Ja, vielleicht klappt da noch was anderes, was er hinbauen möchte. Einmal so, einmal so und einmal so. Die dicken Platten da rein, mal in den Ecken. Ja, man könnte auch runde Platten versuchen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß, ich bin eine waffenstarrende Festung, aber ich möchte, dass meine Siedlungen auch ohne mich auskommen. Wir nicht jedes Mal dahin müssen. Ich würde sagen, wer diese Siedlung angreift, ist selber schuld, wenn er stirbt. So. Wir stellen auch in dieses Kreuz noch Waffen. Und zwar so und so. Hier noch und dort auch noch. Eine für
Hier machen wir das auch nochmal. Moment. Ja, genau, wir haben das ja hier versetzt. So. Hier muss ich verhindern, dass ich da runterfalle. Oder runterspringe. Moment, was ist das Holz? Dann nehmen wir das ruhig so. Das gleiche muss ich hier verhindern. Und wenn ich hier angebrettert komme. Ich habe eine Wahnsinnsidee gerade mal wieder. Oh, manchmal habe ich auch komische Ideen. Wir werden das hier ausfüllen. So. Die werde ich wegnehmen. Und diese auch. Wir packen auch dort noch eine Platte hin. Genau. Die kommt weg. Die innere auch. Die äußere. Schieben wir nochmal rüber. Bauen wir doch hier noch eine zur Sicherheit hin. So. Das wird unser Bereich sein, wo wir ankommen. Das ist unser Kreuz. Genau, das ist unser Kreuz. Nein. Moment, jetzt müsste ich nur mal überlegen, wie ich das hier in der Mitte baue. Die kommen raus. Der kommt raus. Der kann auch raus und der kommt raus. So. Hier kommt ein stabiler Boden rein. Hier auch. Da. Stopp. Die will ich so haben. Ach, ist eigentlich egal, rum in dem Fall. Aber sie soll gleichmäßig rum sein. Dieses Kreuz, wir kriegen noch Trageteile, also Träger nach unten hin, damit das nicht so in der Luft hängt. Aber wir bauen jetzt hier erstmal, hier werde ich Glas nehmen. Glas. Das heißt, wir gehen auch ein klein Stückchen höher noch. Mal gucken, das müsste eigentlich funktionieren. Die Waffe, die könnten wir noch brauchen. Nee, die können wir nicht brauchen, die kommt weg. Zack, so haben wir nämlich einen Bereich für uns. Hier ist ein Ausgang, den lassen wir so, den lassen wir auch so. Und Platten drauf. Wenn dann alle in die gleiche Richtung halt. Okay. An einer Stelle baue ich eine. Moment, wir sind hier in Richtung, ist in die Mitte von dem Ganzen. Würde ich eher mal als diesen Punkt bezeichnen, ne? Nee, auch nicht. Ich habe die Orientierung verloren. Wir haben gar keine Mitte, wir sind genau drüber. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass wir auch mal... Oh, da landen wir genau auf dem Haus. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Lagerschuppen. Ich glaube, das ist der Lagerschuppen, ne? Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, versuchen wir es damit. Ja. Moment. Kommt erstmal beiseite. Eine kleine Platte.
Nee, nicht hier oben, sonst da unten. Kann da jetzt nicht runter. So, nein, nein, gut. So, ja, das war gut. Genauso. Oder Moment, noch anders. Sogar noch besser, glaube ich. Gucken wir mal, ob wir eine Breite davon dran kriegen. Ach, ich gehe doch mal runter. Es geht da einfacher von hier unten. So, halt, falsche Richtung. Da lang, bitte. So. Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, die Treppe ohne viel Tamtam da unten zu bewegen. Und nee, das machen wir anders. Einmal so wäre. Ich werde eine große Treppe nehmen. Ja, wir nehmen eine große Treppe. Das müsste gehen mit der großen Treppe. Da, jetzt haben wir. So, wieder eine Treppe. Und noch einen davon. Nee, das bin ich so. Und jetzt brauche ich eine Treppe. Die funktioniert nicht. So, jetzt sind wir nämlich hier und können den auf jeden Fall jetzt hier rüberziehen. Na komm, bis da dran, so. Und jetzt mache ich hier eine Platte, da eine Platte und habe eine Fläche. So. Ob der jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte. Wir versuchen mal, hier einfach nur eine Fläche draus zu machen. Ja, es ist nicht gerade, das ist völlig klar, dass es nicht gerade ist. Hier mache ich noch einen flachen rein. Das lassen wir einfach. Hier soll auch eigentlich keiner weiter rauf, außer dass wir da hochgehen. Das heißt, wir müssen Absturzgitter haben oder Wände, je nachdem. Das ist doch auch schön. Ja, witzig. Wir sind schon oben, sehr gut. Hier auch gleich das Ganze noch. Moment, der Eingang ist ein bisschen. Nee, lass das da stehen. So, erstmal beiseite damit. Kommt noch eine Platte rein. Dass das hier so eine Art, ja, Durchgang gibt. So, genau. Damit wir da nicht runterhüpfen oder springen, wenn wir laufen. Das werden wir hier öfter mal machen müssen. So, das ist schon mal gut. Da ist eine Treppe, deswegen werde ich mein Ansprunggerät mal hier oben hinstellen. Ich weiß nämlich auch nicht, von wo die Angriffe hier sind. Ich kenne nur einen Punkt. So, vielleicht. Ja. Und nee, Moment, das ist hier war das immer, ne? Ja. So, unser Fernsprungziel ist hier. Also wir kommen hier an und hören, woher der Krach kommt. Dann können wir darauf zulaufen. Unsere Maschinenguns werden uns den Weg weisen. Oder da hinten hinweisen. Oder wir machen. Die ist noch zu Ende. Und zwar
brauchen wir wieder diese Teile dafür. Das wird, glaube ich, der höchste Turm, weil hier ist es am tiefsten. Mal gucken, wie weit wir damit gehen können. Ah, hier ist Schluss. Dann nehme ich die Beine raus und setze einen Betonklotz ein. So, die Treppe daneben, aber nach unten. So, gucken wir mal. Ich kann die Grenze gar nicht sehen. Oh, wir sind, glaube ich, schon ziemlich nah. Weil er abgestürzt. Okay, da müssen wir dann mal einen rausnehmen. So. Jawohl. Oh, wir sind ziemlich auf der Grenze. Aber das könnte noch klappen. Ja, wunderbar. Ich denke, das klappt. Gut, erst den Turm. Ich werde mal nach unten gehen. Ja, der ist doch ganz schön hoch, ne? Da sind es nur drei oder vier Plätze. Da hinten waren schon recht viele. Okay. So. Die Treppe brauche ich allen. Ich brauche die Treppe, Leute. Ja, es geht nicht um den Treppe. Ich muss doch hoch. Moment, ich schon mal ein Klotz hier hin. So, jawohl. Nächster Klotz kommt da dran. Dann können wir die da hinmachen. Dann hängen wir die da rein. Und die Treppe wieder. So. Sind wir genau auf dem Weg gelandet. Boah, das ist ja auch blöd. Auf dem Weg wollte ich eigentlich nicht landen. Das ist ja saublöd. Müssen wir das doch noch nach weiter nach links schieben, ne? Wir sind genau auf dem Ankunftsweg, auf dem einen. Tja, ich fürchte, wir werden das noch mal umsetzen müssen. So. Ja, das können wir jetzt mal lassen. Ne, Moment, den setzen wir nach unten. So, dann packen wir den da hin. Oh, damit. Und dran. Hoch. Und dran. So, komm, kriege ich dich noch höher, oder? Ha, geschafft! Hehe, mit Sprung. Da kommen wir nicht mehr dran, gut. Mal sehen, ob ich da nicht irgendwie hoch kann. So, das müsste reichen. Oh, ich habe wieder nicht aufgepasst, was? Moment. Wir haben aber... Das müsste eigentlich reichen. Ah! Ich bin auf der Treppe, aber an der falschen Stelle. So, sehr schön. Da kommt das jetzt hier hin. Nein, hier hin. Jawohl. Da kommen wir nämlich darüber. Dann gucken wir mal, wo ist denn... Ah, die steht aufeinander. Wunderbar. Der kann weg. Und dann schieben wir das Ganze nur noch. Na? Gut, dann wird das halt etwas verschoben. Das ist dann nicht zu ändern. So, du kommst hier hin. Dann wird es etwas größer.
Das kommt auch raus und dann machen wir da. Nee, Moment, der Boden muss auf jeden Fall rein. Sonst sieht das komisch aus. So, du kommst hier drüben hin. Hier kommen Gläser rein. Halt falscher Bereich. So. Wo ist es denn? Wo ist es denn? So. Die Böden. Wir machen ein Dach drauf, ein richtig schönes, gemütliches Dach. Das hat auch mal geklappt. Nee, wir machen Gläser, Glasdächer. Wir Licht haben und immer Licht haben. Wo ist das Glas? Da ist das Glas. Ja, Moment, hier ist auch noch eins. Eigentlich müsste das einrasten. Ach, das tut er wahrscheinlich wegen der... So, die Platte können wir rausnehmen. An die Ecke muss noch normal wieder... Ja, da haben wir nur ein kaputtes Glas. Das will ich nicht. So, hier auch. Hier kann auch schon was angesetzt werden. Dann holen wir uns wieder die Ecke. Nee, nicht die Ecke, Moment. Die Schräge. So, da auch. Das passt wunderbar. Ja, was machen wir hier hin? Flachdach. Flachdach ist doch gut. Ja, so sieht das doch klasse aus. So, jetzt will ich nur gucken, wie ich da reinkomme. Hehe. Da hinten war offen, ne? Irgendwo war doch offen. Oh, ich komme doch nicht wieder rein. Strafe, wenn man so hoch baut. Jetzt so geht's. Jawohl. Nein, du nicht. Nein, nein, du nicht. Du sollst da wieder rein. So. Das ist doch gut geworden. Das Glas ist natürlich leider kaputt. Aber das sind nur diese beiden. Beziehungsweise. Wieso habe ich da kaputtes Glas drin? Ich habe doch heiles Glas. Das müsste ich noch mal rausnehmen. Wir haben doch eigentlich heiles Glas. Warum habe ich denn da alles kaputt erwischt? Moment, wo ist denn? Das ist kaputt. Ist das auch eine Schräge? Ah, da. So. Wir haben gelevelt, Leute. Sehr schön, nur hat das natürlich wieder sehr lange gedauert. 1:37 Uhr. Unser Sprungziel ist auf jeden Fall hier. Wir bauen jetzt auch eben diesen Turm zu Ende. Da hätten wir jetzt noch ein Brett wegnehmen. Das wäre hier mit Standard, stabilen Standardbrettern. Standardbretter, so. Die kleinen da rein, die kleinen da rein. Ist das schon eins? Ja, da ist eins. Und jetzt können wir auch von hier aus in alle Richtungen ballern. So. Weiß ich, wenn das sich wirkt. Was wirkt denn dann? Wir haben hier so viel Schutz aufgebaut. Ich will, dass diese Siedlung geschützt bleibt. Hier angreift, ist selber schuld. Ja, hier brauchen wir später noch Raketenwerfer auf. Sollte sich lohnen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Treppe noch eben schnell vernünftig bauen, zu Ende bauen hier. Das ist zwar schon, aber es ist ja nichts abgestützt, ne?
Wie sieht denn das aus? Müssen wir da Stützen machen oder nicht? Wenn wir hier eine Stütze machen, würde sie auf dem Boden ankommen. Wir sollten das ganze obere Teil abstützen. Das werden wir machen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wir nehmen die aus dem Lagerbereich, würde ich sagen. Die sind eigentlich am besten mit dem Andocken. Ja, das machen wir. Gucken, ob wir den da dran kriegen. Von hier aus. Der dockt aber nicht an. Moment. Haben wir den im Normalbereich überhaupt Stützen? Wir haben ja gar keine Stützen dort, oder doch? Nur sowas. Hier gibt es doch gar keine Stützen. Müssen wir die Böden noch austauschen jetzt, oder was? Zumindest an der Ecke, ne? Das mache ich mal. Nein, kein Boden. So wollen wir das machen. So, jetzt versuchen wir nochmal die Stützen. Oh, nö, ne? Oh, Moment, ich muss da hoch ein Stück. Da geht er doch auch dran. Eigentlich müsste das klappen. Wo geht er denn hier nicht? Der macht er doch da auch. Die gehören auch dazu. Oben steht er. Das ist aber doof. Das hätte ich wissen sollen. Das verstehe ich nämlich gar nicht jetzt. Okay, den alten Boden wieder rein. Ah, wir hätten auch so eine Treppe nehmen können. Stimmt, natürlich. So. Ich kriege da keine Dings dran. Wir haben aber keine anderen, außer vielleicht hier noch was. Mal gucken. Das ist ja noch weniger Material. Die Betonklötze, was haben die? Da sind nur Gitter. Sind keine Stützen. Das kann nur mit diesen hier passieren. Warum kann... Ah, hier an der Ecke könnten wir das setzen, offenbar. Kriegen ja keine Stützen unter. Müssen wir uns was anderes ausdenken. Das sieht doof aus, wenn er so in der Luft hängt. Vielleicht fangen wir hier unten an. Mal gucken. Wo sind wir denn? Wir könnten hier vielleicht. Ah ja, das geht. So, da machen wir das doch so. Da bauen wir uns da oben hoch. So, hier habe ich welche. Moment. Wir müssen ein Stück weiter raus. Da sind wir schon zu weit raus. Halt, auch. Wir müssen noch ein Stück. Das geht hier, glaube ich. Ja, ist aber auch noch nicht ausreichend. Also muss hier noch eine Platte hin und hier mindestens hier. So, haben wir hier auf jeden Fall einen Ansatz. Jawohl. Was passt da noch einer drauf oder eher nicht? Dann lassen wir die eben einfach ein Stück höher. Oder wir versuchen den flachen. Ja, das passt. Haha. Das passt sehr schön. Ja, das ist, wenn man präzise baut, dann geht das. So. Die Beine nach außen und ein Stück darüber, hier rüber, zwei lange oben drauf, zwei kurze. Super, noch eine Stütze.
Und jetzt gucken wir mal hier. Das müsste die Platte sein. Ja, da. Ah, das sind die kurzen. Ich will erst die langen. Die zwei kurzen wieder. Sehr schön. Sehr schön. Ja, so sind wir schon sehr gut. Wir lassen aber diese Platte lassen wir. Die kommen jetzt alle weg. An den Ecken, da gehen wir bis auf den Boden runter. Hier auch. Oh, da hängen wir sowieso schon in der Luft. Ja, sehr schön. So können wir. Da haben wir einen vergessen, wie es aussieht. Nee, da sind sie doch. Die sind alle bis zum Boden runter. Das ist super. Das kriegen wir hin. Die stehen natürlich genau daneben, da an der falschen Stelle jetzt. So Leute, jetzt müsst ihr hier weg. Ihr wollt oder nicht, da kommen Pfeiler hin. Irgendwie muss das ja abgestützt werden. Ja, ich weiß, in Fallout 4 braucht man die normalerweise nicht. Das ist aber reine Optik, ich weiß. Trotzdem möchte ich das so haben, weil das ist einfach so. Wenn wir schon bauen, dann bauen wir statisch. So ein bisschen statisch, ne? So, da fehlt aber noch einer, ne? Eins, zwei, drei. Ah, hier ist er völlig vollständig. So, schnappen wir uns das hier. Wir müssen irgendwie da hoch. Ah, du sollst nicht einspringen, du sollst einfach nur mitkommen. Du sollst nämlich oben aufs Dach. Genau, du sollst da oben hin, siehst du. Da musst du hin. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da oben reinkomme. Das funktioniert nicht und ich sehe nicht, wohin ich springe. Nein, das macht er nicht. Das ist blöd, so. Das ist blöd. Machen wir es doch so. Okay. Dings, da sollte ich vielleicht mal gucken, ob wir nicht doch noch einen Aufgang schaffen, ne? Nö, machen wir jetzt nicht. Wir brauchen hier nur wieder unser Glasdach. Moment. Nein, du bist hier ansässig. Komm, hier vorne. So. Wir brauchen Strom. In dem Fall müssen wir Strom haben. Selbstverständlich nehmen wir dazu solch eine Knupsi-Geschichte. Was heißt Knupsi-Geschichte? Natürlich. Okay. So, jetzt muss ich gucken, ob ich da wieder reinkomme. Ups, ja, geht. Sehr schön. So haben wir hier. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das ist eine gute Basis hier oben. Hier können wir nämlich von überall her auch runterschießen, fernschießen. Hier ist noch ein Pfeiler, der da nicht hin muss. So. Ist auch noch ein Stück rüber. Wenn das keine Basis ist, dann weiß ich auch nicht, was ist denn da eine Basis? Eine super abgeschützte Basis für uns auf jeden Fall. So lassen wir das. Wir müssen noch den Strom von oben nach unten bekommen. Ich hoffe, dass uns das jetzt gelingt, indem wir zum Beispiel hier an die Wand
Bitte, das war doch eben schon ganz klasse. So, lass mich nochmal versuchen. Das geht doch bestimmt. Ah, der steht genau in der Mitte. Moment, ich muss mal raus, oder? Den kurz wegnehmen. So. Den da anbringen. Den rüberziehen. Und den wieder. Den. Nein! Ich noch das Ding in die Hand, Mensch. Da lasse ich in die Hand. Moment. Der stellen wir einfach da rein. So. Das passt. Ja, ist gut. Ein bisschen schief. Aber das ist schon gut, das reicht. Haben wir den Dings dran, ne? Müsste gehen, ja, ist gut. Super, da haben wir hier nämlich auch Strom. Nee. Da mache ich gleich wieder einen Schalter nach oben. Dann kommen wir nämlich in diese Ecke. Moment, so vielleicht auch den Strom legen. Weil der jetzt so dämlich sitzt, dass er. Irgendwie da oben. Ich weiß nicht, ob der vielleicht sogar. Der geht da dran. Ha, cool. Können wir den wegnehmen. So. Der kommt jetzt hier so hin. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, und jetzt haben wir nämlich hier die Möglichkeit. Moment, der war immer hier mit Beine. Hier, da ist er. Noch dieses Teil da hinzusetzen. Und jetzt müssen wir nur noch Wasser bauen. Super. Ja, es klappt. Da können wir uns hier oben auch ein Bett hinstellen. Ja, das sind nun leider doch schon wieder fast 2 Stunden. Ja, doch, mindestens 2. Ich weiß nicht, wann ich die zahlen werde. Montag und Dienstag vielleicht. Wir werden auf jeden Fall wieder zurückkehren. Und ich will hier mal kurz gucken, wie es jetzt aussieht, dass die sich alle. Wie viel haben wir jetzt? Einen Arbeitslosen. Kriegen wir den noch zugeordnet? Der hat keine Jobs. Und wir haben kein Material. Wir lassen den plündern. Gehen auf Plündertour. Und das könnten wir nämlich alles wunderbar hier zwischenstellen oder in einen dieser Schuppen. Ich würde sagen, das machen wir da drüben rein. Ja, hier ist ein bisschen wenig Schutz, ne? Aber da kommt Schutz. Da ist Schutz. Doch, das müsste funktionieren. Das ist unser Plünderschuppen. Hier wird geplündert, was das Zeug hält. Moment. Das ist hier, ne? Ja, hier kommen Plünderstationen hin. Wenn wir keine Arbeiter zuweisen können, dann müssen die plündern. Das ist nur zum Arbeiten, das ist Arbeitsschuppen. Vielleicht könnten wir hier sogar noch einen Hund hinkriegen. Ja, Hunde habe ich nicht wirklich lieb. Die lassen wir erstmal, wo sie ist. Wobei das im. Eigentlich. Ah, hier ist ja auch noch ein Feld, ne? Nicht an dieser Stelle haben. Wo können wir das denn hin tun? Hier ist doch noch ein Eingang. Das können wir wunderbar hier lassen erstmal. Oder wir stellen hier einen Herd rein. Das ist doch viel besser. Moment, den Herd hatten wir.
hier mit bei. Da ist er schon. So, dann könnte sich doch hier was kochen. Muss er draußen im Regen stehen. So, Kochstation beendet. Hier auch Herd vorhanden. Ja, ein bisschen zugig das Ganze, ne? Aber das kriegen wir nicht ersetzt, die Türen. Die lassen wir jetzt auch draußen. Nein, kein Herd. Muss ich mal wegnehmen. Da hinten muss ich nochmal hin. Die Platte auch rausnehmen. Erledigt. Oh, da fehlen ja noch die Klötze. Nochmal machen eben. Hängt hier noch ganz schön im Weg, in der Luft. So, Klötze und Treppe erstmal. Jetzt kriege ich da keine Treppe dran, so ein Mist. Ja, aber da nützt die mir nichts. Moment. Ist auf das Haus. Runtersetzen, aber das nützt mir überhaupt nichts. So, nehme ich erstmal beiseite. Die mache ich kurz ein. Jawohl. Genau neben dem Haus landen. Einmal. Jetzt brauche ich wieder diese Treppe. Nein, erst die Treppe. Das klappt so, wenn man leicht hochspringt. So, jetzt kriegen wir sie auch so. Weil du musst deinen Hintern schon wegnehmen, ist da. Sonst wirst du eingemauert. So, ja, kommst nicht mehr längs, nein, kommst nicht mehr längs. Das passt. Müssen wir nur wieder nach oben. Und dann müssen wir hier hin. Hier habe ich noch gar keine Treppe gebaut. Und das lassen wir auch. Die sollen nämlich nicht hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir sie nicht doch irgendwann hier oben finden. Haben wir hier alles jetzt in Ordnung? Hier fehlen die Waffen. Das ist okay. Da sind Waffen. Da fehlen auch noch welche. So, da hinten ist eine. Die wir wieder an seinen Platz stellen müssen. Die auch. Und dann sind wir hier mit durch. Na komm, komm rein, da war ich ja nicht so Theatermensch. Muss ich das jetzt erst alles wieder umbauen? Doofes Ding, echt. Nein, du musst rein. So, nein. So, dann kann ich die nämlich hier wieder hinstellen. Ja, die Türme könnte man auch noch etwas verkleinern. Das würde sich dann auf diesen Bereich beschränken. Ich finde es so aber schöner, weil wir haben auf jeden Fall mehr als genug Waffen. Das sind jetzt schon 424. Wir brauchen im Prinzip hier nichts mehr aufstellen. Das schießt hier wie. Das geht ja richtig ab, wenn hier was ist. So, ja, ich beende das Spiel jetzt an dieser Stelle, beziehungsweise ich werde nach unten gehen und werde noch mal eine Sache aufbauen. Der steht da auch schon so, als wenn er wieder Arbeit haben will oder was? Warum bist du nicht auf Arbeit? Moment, du hast doch Arbeit.
Ja, was bauen wir denn noch? Wir bauen hier noch was dran. Der Grund, was ist denn da? Da ist irgendwas, deswegen hat das nicht geklappt. Da muss irgendwas sein. Aber da ist nichts. Das sind wahrscheinlich Überreste von dem Gestell, was da war, von diesem Turm. Deswegen konnten wir da auch das Haus nicht hinschieben. Das liegt aber auch schon recht knapp. Ja, ist aber gut. Gut. Ich möchte nämlich hier auf dieser Etage noch was anhängen. Hier können wir nichts bauen. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn da? Das ist der Platz, wo diese. Deswegen lässt sich. Jetzt muss ich mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Da ist tatsächlich da was, aber wir können auch nicht den Boden rausnehmen. Da ist ein Objekt. Das ist nur nicht zu sehen. Eine Nummer ist da. Glaube, das speichere ich jetzt lieber erstmal. So, speichern. Dann versuchen wir hier nochmal den Bereich zu säubern. Das muss irgendwie weg. Da ist was. Disable. Das muss zu diesen Metall-Dingern da gehört haben. Das macht er nicht. Es ist kein vollständiges Objekt. Da, jetzt hat er eine gleiche Nummer. Ist das die gleiche Nummer? Er hat irgendwas weggenommen, ja. Ist nichts weiter. Vielleicht ist es auch weg. Probieren wir es mal. Ha! Da ist noch was. Moment, hier ist noch was. Nochmal speichern. Mal an die gleiche Stelle setzen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Picket Fin. Picket. Nochmal raus, ein Stück zurück. Hier ist noch was, hier ist noch was. Das könnten diese kurzen Rohre sein, die werden wir so nicht wegkriegen. Nee. Hier ist noch der andere Turm, wie es ausscheint. Hier ist noch eine ganze Menge, aber das lassen wir jetzt in Ruhe. Nee, dann müssen wir das da oben irgendwie anhängen. Das ist einfach nicht anders zu machen. Ich hoffe, das klappt. Und zwar wollte ich hier unbedingt. Wir kriegen das nicht eingesetzt wegen dieser wegen dem Kram, der hier dran hier noch im Weg ist irgendwie. Dort vielleicht. Was ist damit? Ja, der geht auch. Der geht schon nicht mehr. Okay. Dass wir das hier drüber bauen. So. Sieht doof aus, wenn das so ist. Und passt das nicht. Komm, dreh dich, jawoll. Das Haus lassen wir so. Was machst du da eigentlich? Warum stellst du dich an die Wand? Du musst dich nicht in die Ecke stellen. So. Warum mache ich das jetzt hier noch zusätzlich? Huch, ich bin durch das Loch gefallen. Oh, jetzt komme ich da wieder nicht hoch, weil ich nicht genug Power habe. So Mist. Na gut, dann bauen wir erst die Treppe. Wir müssen hier nämlich noch eine Treppe dran bekommen. Ein Stück weiter weg, so. Und zwar könnten eine Standardtreppe nehmen. Moment, dann nehmen wir diese hier. Nein, du sollst nicht da dran gehen, du sollst hier dran gehen. Oh. Manchmal ist es aber auch nervig. Ja, dann geh da. Und du gehst bitte noch da mit hin, ja? Sei es nicht so.
können wir nämlich diese Treppe da dran setzen. Das müsste eigentlich gehen. Das Haus stört gewaltig. Was ist denn, wenn wir hier eine Leiter nehmen? Ah, eine Leiter scheint zu funktionieren. Ja, kommen wir natürlich wieder genau vor der Tür raus. Moment. Das passt aber, das passt. Haha, das passt gut. Können wir weg? Sag, du sollst da nicht hin. Der ist da immer am Dingsen oder was? Ja, aber mache ich das jetzt noch hin? Ja, passt auf, ich zeig's euch. Nee, du sollst da hin. So, komm ran da. So, kann sich noch ein bisschen drehen. So, jetzt kommt das, was ich da hin haben will. Das bauen wir da hin. Jawohl. Das können wir sogar ein Stück zurückziehen, würde ich sagen. Können wir nämlich die beiden vorderen. Naja. Wieder wegmachen. Der weg, jawohl, das passt. Damit haben wir unseren ersten Wachposten, den wir auch mal ein paar Granaten anvertrauen könnten. Ich war, der könnte. Hey, willst du das machen? Du machst das. Du bist Wachposten. Jo, kommst hoch hier? Ja, hier hoch, aber ein bisschen zackig jetzt so. Komm hier hoch. Mach hier jetzt kein Stück. Kein bisschen. So, ich werd sauer. Sonst nehme ich jemand anderen. Versuch da hochzukommen. Du sollst auf der an der Kanone stehen. Artillerie. Ja, Sunshine Tiding hat ihre Artillerie. Super, das ist prima geworden. So ist das schön. So, lassen wir das. Setze ich mich einen Moment hin oder gehe ich ein bisschen schlafen? Ja, morgen werden wir. Oh, wir haben auch nicht. Irgendwas fehlt noch. Moin, ich habe gerade gesehen, da fehlt noch was. Da war noch irgendein rotes Feld. Wasser, ne? Wasser, wir haben kein Wasser. Wir haben Wasser vergessen. Das Wasser könnten wir ja hier vielleicht hinstellen. Wir machen kein großes Wasser, sondern wir nehmen das Wasser aus Pumpen. Wir machen keinen großen Aufwand dafür. Das können wir nämlich hier überall der Länge nach hinstellen. Ums Haus herum. So. Etwa 4 Wasser, 12 Wasser. Und nochmal Wasser. Ja. Elder. Jetzt muss ich ein paar Pumpen hinmachen. Geh mal weg, Elder. Oh, geht das jetzt hier nicht? Moment, ist zu tief. Nee, das lasse ich. So. Hier auch, da ist ein Stein, deswegen geht das nicht. Und dann machen wir das nämlich hier an der Stelle auch. Da sind Steine. Wasser haben wir denn? 36, das reicht doch locker. Super, hier musst du später noch mal Essen hin, aber das reicht locker fürs Erste. Und die Moral steigt. Und haben wir unser Gerät an? Das müsste eigentlich an sein. Das haben wir. Moment, ich mach mal ins Fernrohr. Will ich jetzt irgendwie eigentlich nicht hoch. Doch, das ist grün. Jawohl. So, ich suche mir jetzt einen schönen Platz, wo wir uns hinstellen. Wir stellen uns genau hinter diese Wand hier. So. Ada, kommst du zu mir? Okay, so, und hier mache ich Schluss, ihr Lieben. Ich habe das soweit gebaut, wie es geht, und ich bedanke mich für euer Zuschauen.
und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das Video hier ist ein bisschen länger, weil ich möchte es vor dem nächsten Schritt Luca World zeigen. Die Richtung ist etwa so, dass wir da wahrscheinlich hin können. Und ja, schauen wir mal, wie es in der Luca World wird am Sonntag um 10.30 Uhr. Ich danke euch fürs Zuschauen und bitte vergesst den Daumen hoch nicht. Dankeschön. Ach ja, und wer den Daumen runter machen sollte, der soll mir bitte doch auch erklären, warum. Weil ich spiele nicht schlechter als andere. Ne? Ich spiele nur meine Art. Ja, so finde ich toll, wenn ihr das mal beherzigen würdet. Und ein Daumen runter ist für mich auch positiv. Ne? Weil ihr reagiert überhaupt auf irgendwas. Also Daumen rauf oder runter. Bitteschön, seid so nett.